haben Sie denn für einen gekriegt, wenn ich fragen darf? Können Sie schweigen, Frau Bold? Oh, Frau Knob, ich will doch keine Draht schießen, ne? Dann schweigen Sie, Mann. So ein Lump aber auch. Nein, nicht anrühren. Mein Mann hau ich selber. Warum haben Sie denn die schöne Musik abgestellt? Stellen Sie die doch wieder an. Da kommt man so schön in Schwung bei. Aufhören, habe ich gesagt! Aufhören! Schon unerhört sowas. Morgens um 9:30. Abgestellt. Das ist gerade meine Lieblingsmelodie. Stellen Sie mal wieder an. Zum letzten Mal, wenn Sie nur nicht aufhören, rufe ich die Polizei. Merken Sie sich das. Spielen Sie mal ruhig weiter. Geht Ihnen gar nichts an, den alten Knädelpopf. Wenn Sie nur nicht gleich aufhören, dann sollen Sie was erleben, Sie. Der nimmt auch keine Rücksicht auf andere Leute. Sie, den Miesepeter, den nehmen Sie sofort zurück, Sie. Sonst werde ich Sie wegen Beleidigung verklagen, Sie. Gar nichts nehme ich zurück. Stehen Sie doch früher auf oder ziehen Sie wieder aus. Wenn das hier ist, das ist ein Mietshaus und kein Sanatorium. Aufhören, aufhören, aufhören! Wallerspielen, Wallerspielen, Wallerspielen! Ich verlange hier meine Ruhe. Und so haben wir denn eine Hausordnung, weil hier kann doch nicht jeder einer machen, was er will. Ach nicht? Was, gehen Sie doch früher in die Klappe. Kommen Sie morgens auch wieder hoch mit Ihrem Hintern. Sie, ich will Ihnen mal sagen, das ist unerhört, was Sie sagen. Ich bin ein korrekter Beamter, das merken Sie sich gar nicht. Beamter, wenn ich das schon höre. Wissen Sie, was Sie sind? Na? Sie sind, jawohl, das sind Sie. Das ist eine Beleidigung. Habe ich was gesagt? Nee, gesagt nicht, aber gedacht haben Sie was. Das habe ich, jawohl, und das nicht so knapp. Na, warte mal. Denken darf man ja wohl noch ich nicht. Ich werde mich beim Hauswirt über Sie beschweren. Da können Sie Gift drauf nehmen. Ja, das tun Sie mal ruhig, Herr Steuerinspektor Brummer. Aber dann vergessen Sie ja nicht, ihm zu sagen, dass Sie noch nicht einmal die Treppe gemacht haben, seit Sie hier wohnen. Glauben Sie mir ja nicht, dass ich immer den Dreck für Sie wegmache. Soll ich mich als Beamter hier vielleicht herstellen und die Treppe machen? Oh, wie Sie das machen, das ist mir doch egal. Aber wenn Sie so für die Hausordnung sind, haben Sie genauso gut wie jeder andere die Treppe zu machen. So, das hat aber damit gar nichts zu tun, dass Sie Ihre Kammer abvermietet haben, nicht? Das steht ausdrücklich im Mietvertrag, dass das verboten ist. Sind Sie der Hauswirt hier? Nee. Na also, dann kümmern Sie sich auch nicht um Sachen, die Sie gar nichts angehen. Sie haben ja keine Last davon. Jawohl, habe ich das, der Krach. Ach, was Krach. Das bisschen Musik stellen Sie sich doch nicht an. Und dann will ich Ihnen noch mal was sagen. Wenn Sie noch einmal Ihre nasse Wäsche auf dem Balkon auffangen, dass das alles zu mir rüberkleckert, dann reiß ich die Plünnen eigenhändig runter, das merken Sie so mal. Ja, dann nehmen Sie mal erstmal Ihre Karnickel vom Balkon, nicht? Kann ja kein Fenster mehr aufmachen vor Gestank. Karnickel? Ja. Das ist ja unerhört. Das sind Kaninchen. Das sind Zuchttiere, die haben auf der Ausstellung den ersten Preis gekriegt. Die stinken nicht. Und wenn Sie 10-mal den ersten Preis gekriegt haben, dann stinken Sie doch. Die stinken. Aufhören, hab ich gesagt! Spielt ja gar nicht mehr! Was? Tatsächlich. Na, Sie werden ja sehen. Ich werde das melden, dass Sie die Kammer abgegeben haben. Ja. Wir wollen doch mal sehen, ob das hier keine Gerechtigkeit gibt. Das tun Sie denn mal ruhig. Ich vermiete meine Kammer so viel und so lange, wie ich will. Da werde ich gar keinen Menschen drum fragen. Das wird sich ja rausstellen. Das wird es denn? Ja. Unverschämte Person, Sie! Dämliches Mannsvolk! Mensch, sie schreit, als wenn ihr der Elefant auf den Fuß getreten hätte. Also das sag ich dir. Der alle kommt auf
ist denn los? Ist ja nicht zu glauben. Mitten unter den Leuten zieht der Kerl sich die kaputte Hose aus und die andere an. Ich denke, ich muss in die Erde sacken. Hättest das dann nicht zu leiden brauchen? Nicht zu leiden brauchen? Habe ich doch erst gesehen, dass er schon in der Unterhose neben mir stand. Und darum sage ich, der Opa kommt aus dem Haus. Der Opa bleibt hier. Gut, denke ich. Steht da irgendeinen Weg? Tut er dir was? Schnack, was du willst. Ich leide das nicht länger. Der Kerl, der verschandelt uns ganze Familie. Und ich sag, er bleibt hier. Und was ich sag, das gilt. Schluss. Und ich bitte mir aus, dass er mit dem Opa besser umgeht. 20 Mal habe ich dir schon gesagt. Du sollst ihn nicht immer so anbögen. Ja, ich weiß. Vorne und hinten soll ich um ihn rum sein, nicht? Das schönste Stück Fleisch soll er kriegen. Und den größten Klöße soll er kriegen. Und den schönsten Kaffee soll er kriegen. Husten werde ich ihm was. Gar nichts wirst du. Du wirst das machen, was ich dir sag. Sonst wirst mich mal losbilden hören, dass du die Ohren machen. Also wegen so einem Kerl, da muss man sich hier so anlaffen lassen. Nee, ihr Frauensleute, wir haben das nicht leicht. Mein Gott, wäre ich doch bloß als Mannsmensch auf die Welt gekommen. Wäre mir auch lieber gewesen. Was? Ich möchte bloß wissen, was du dabei hast, dass du dich so um den Alten tierst. Da steckt doch was hinter. Denn dass du den Alten rein aus Mitleid aufgenommen hast, das kannst doch dem Bauernwärter seiner Gans erzählen. Könntest vielleicht recht haben. Was siehst du? Da haben wir das schon. Und ich darf nicht wissen, was da gespielt wird. Weil du den Mund nicht halten kannst. Oh. Weißt du, womit das aus ist, wenn du deinen Mund aufreißt? Nee. Dann ist das mit zwei Häusern aus. Was für zwei Häuser? Tja, die zwei Häuser gehören uns mal zu, wenn du mit dem Opa so umgehst, wie ich dir schon 100 Mal gesagt habe. So, nun weißt du Bescheid. Nee, gar nichts weiter. Welchen Sterbenswort habe ich verstanden? Ich habe den coolen Kamp den Opa für 1000 Mark abgekauft. Was hast du? Ja, gibt es denn sowas? Alles gibt es, wenn man aus 1000 Mark zwei Häuser machen kann, nicht? Ja, aber doch, der Alte tut doch bloß immer so, als wenn er sich kein Hemd kaufen kann. Dabei hat er zwei eigene Häuser. So ein Fuchs, wo weißt du das von? Von Seidbeer. Und wo sind die Häuser? Oh, das weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Hauptsache, sie sind da. Und wenn du da oben, nee, hier, bloß für 5 Pfennig Schmalz hättest, dann würdest du auch einsehen, warum ich für den Opa 1000 Mark gegeben habe und warum ich das will, dass er gut behandelt wird. Ja, nun weiß ich. Der Alte muss uns die beiden Häuser vermachen. Ja, mach's süß. Ja, aber meinst, dass er das tut, wenn du so mit ihm umspringst? Das hätte schon mal gleich sagen können. Nun sieht die Sache ja ganz anders aus. Ja, ne? Oh, Mann. Wenn wir das zurechtkriegen, dass er uns in sein Testament reinschreibt. Ja, das müssen wir zurechtkriegen, du. Oh, Gott, ich bin ja so aufgeregt. Ich krieg schon gar kein Wort mehr raus. Ja, du wirst dich ja wohl wissen, was du zu tun hast, dass uns die zwei Häuser nicht wieder aus der Nase gehen. Ja, brauchst gar keine Angst haben. Oh, ich werde ja so nett zu ihm sein, als wenn er jeden Tag Geburtstag hat. Ja, und zu keinem Menschen saß was. Nee. Auch zu Eva nicht. Nee. Der hat er ja sowieso einen Namen gefressen. Ja, und sag mal, was schnackst du denn nun mit dem Alten wegen Testament? Wenn er bei uns schön weich sitzen tut. Ja, fangen wir doch mal gleich mit an. Ja. Oh, das ist so der Wurf. Ja. So. Weg da! Was? Ist doch für Opa. So. Ach, und einen Kaffee soll er kriegen, als wenn er für einen Türken gekocht wird. Ach, sag mal, wo kriegst du denn nur bloß so schnell ein Stück Butterkuchen her? Jawohl, wozu brauchst du denn so schnell ein Stück Butterkuchen? Schäm dich mal, dass du sowas Fragen machst. Für unseren lieben Opa. Ach ja, für Opa. Drossel! So ist recht, mein Dear. Wirst du das schon noch lernen? Für Opa. Tag auf, Bauer. Na? Da sind wir wieder. Na, wie war das denn? Ah, schön.
Ganz wunderbar schön. Am liebsten gehe ich heute Abend gleich nochmal wieder hin. Kannst machen. Brauchst bloß zu sagen. Fein, dann gucken wir uns den Löwen nochmal an. Ja. Was? Ihr habt sogar einen Löwen gesehen? Ja. Ihr bist denn gar nicht bange gewesen? Nee. Der Löwe vor mir? Oh, das glaube ich nun nicht, oder? Doch, deine Alte hat schon bei mir gesessen. Ach so, ja. Ach, das war Mordsjux, war das. Ja. Was ist das hier? Ja, das für dich, Opa. Komm. Für mich? Ja, schön weich soll's bei uns sitzen. Na nu. Ja, probier mal. Mal. Ja, schön, ne? So, Opa, und nun erzähl mir mal, was hat dir im Zirkus denn am besten gefallen? Dass deine Alte sich so über mich geärgert hat. Oh, die ihr Gesicht hättest mal sehen sollen, du, als ich da oben auf den Elefanten saß, du. Und dann das Theater mit der Büchse. Wenn ich nicht gerade einen Primen im Mund gehabt hätte, hätte ich mich bestimmt übergeschluckt, du. Opa, ich mein, du tust ihr Unrecht. Ja? Sie hat eben Angst gehabt, dass du von Elefanten runterfällst oder dass du dich ohne Hose erkälten würdest. Nee, du wirst dich schon wundern, was da für ein Donnerwetter über mich runtergeht, wenn ich ihr vor Augen komme, du. Oh, der Opa ist ja schon wieder da, als wenn ich mir das nicht gedacht hatte. Na, Opa, bist auch schon hungrig? Gleich gibt es Kaffee, Opa. Sitz doch schön weich auf dem Kissen. Ach, hab ich extra aus meinem Bett für dich rausgeholt. Ja, wird dir schon bei uns gefallen, Opa. Komm, Eva, dass wir schnell fertig werden, nicht? Wer war das denn?